Dosenpfand ist ihnen ziemlich Schnuppe. Dosenbier dagegen ist für René und Tim ein absolutes Muss, wenn es um Fußball geht. Während andere am liebsten zur Flasche greifen, wenn 22 Kerle hinter dem Ball herrennen, geht für sie nichts über ein kühles Bier aus rundgewalztem Alu, weil... Man kann das so aufmachen, dann macht das so psch. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Naja, und schmecken scheint's den beiden auch noch. Sogar so gut, dass sie es jetzt auf YouTube und Facebook in Szene setzen. Fußballanekdoten inklusive. In ihrem Blog Fußball und Dosenbier, der etwas anders daherkommt. Provokativ, es ging eigentlich so ein bisschen Fußballromantik und das ist in einem tollen Song von Lotto King Karl, der Fußball und Dosenbier auch heißt. Der spiegelt das so ein bisschen gut wider und dachte, das ist ein cooler Name. Und außerdem gucken wir zusammen Fußball und trinken dabei Bier. Aber wie kommt man eigentlich auf die Idee, sich dabei vor die Kamera zu setzen und das dann auch noch ins Netz zu stellen? Wir waren damals, ich müsste jetzt ein bisschen ausholen. Mach nix. Damals gab es noch WMTV, was schließlich Center TV wurde. Die hatten eine kleine Fußball-Talk-Sendung, Fußball-Fan-Talk hieß sie, die donnerstagsabends aufgezeichnet wurde für den Freitag. Da war ein gewisser Herr Jupp Tenhagen eingeladen, der aber dummerweise im Stau steckte. Und die damalige Aufnahmeleiterin Katja Südhold hatte dann unsere beiden Nummern in ihrem Handy und hat uns dann kurzerhand angerufen, ob wir einspringen können für Jupp. Und das gleich über ein Dutzend Mal. Jupp Tenhagen kam immer noch nicht. Aber die beiden leckten Blut am Leben vor der Kamera. War immer ganz unterhaltsam und dann war die Tage von Center TV auch gezählt. Und dann haben wir eine Ersatzbefriedigung gesucht und so ist die Situation entstanden. Ist alles sehr unprofessionell, wir wissen das, aber wir haben auch gar keinen Anspruch auf Professionalität, sondern nur auf Spaß. Und wir wollen auf jeden Fall nie seriös wirken. Das ist uns ganz wichtig. Nicht zuletzt sorgen dafür auch die Gesprächsthemen, die sie weltweit herankarren. Etwa aus der englischen Premier League. In den Trikots von Nottingham Forest und Hull City plaudern sie gerne auch mit Gästen über Transfers, Spieler, Spielerfrauen und natürlich auch Skandale. Und die Bundesliga? Fragezeichen? Wir haben wenig bis jetzt in den Sendungen über die Bundesliga gesprochen. Ist uns selber schon aufgefallen. Aber vielleicht auch, weil da jeder darüber Bescheid weiß. René ist übrigens Schalke-Fan. Und Tim? Nein, ich bin auf gar keinen Fall Schalke-Fan. Offiziell Hannover 96, aber eigentlich Borussia Dortmund, aber verraten wir nicht. Schon gar nicht Sven, dem Wirt des Fasskellers. Der bevorzugt nicht nur Königsblau, sondern bietet den beiden auch für ihren nächsten Fußball- und Dosenbier-Talk mit anderen Fans ein Obdach, was sich ganz gut trifft. Also Fasskeller ist meine absolute Lieblingskneipe, meine Stammkneipe auch. Und warum nicht mal auch vor Live-Publikum bzw. mal eine andere Location als immer nur auf der Couch im Fuchsbau. Am Dienstag, den 9. Dezember um 18 Uhr, startet im Fasskeller der Fußballabend. Zunächst mit dem Dosenbier-Talk und danach dem Gruppenfinale der Champions League.